Hallo ihr Lieben, ich bin's Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, heute habe ich wieder ein ganz tolles Video für euch. Und zwar bin ich ja wieder in Kooperation mit Stationary Peel. Und da habe ich jetzt ein Boxen-Opening, wo ich euch zeige, was für tolle Sachen Stationary Peel haben. Am besten holt ihr euch erstmal einen Kaffee, einen Tee. Und schaut dann weiter, weil das wird ein etwas längeres Video, weil dieses Paket ist picke, packe voll. Und dieses ist auch ein besonderes Video von Stationary Peel, weil sie haben für euch ein Gewinnspiel. Und in diesem Gewinnspiel bekommt ihr ein internationales Werbegeschenk mit ganz, ganz tollen Sachen unter dem Motto Back to School. Und zwar gibt das für diesen Gewinn, damit ihr sehen könnt, was ihr gewinnen könnt, ein extra Video von Stationary und den Link dazu findet ihr hier in der Infobox. So, ich komme als erstes mal dazu, was ihr dafür tun müsst. Und zwar, ihr müsst erstens meinen Kanal abonnieren. Zweitens müsst ihr auch den YouTube-Kanal von Stationary Peel abonnieren. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Auch nochmal, dort schreibe ich auch nochmal alles rein, was ich euch jetzt gerade erzähle. Dann wäre ganz wichtig, dass ihr liked, das ist auch noch, also ihr müsst meinen Kanal abonnieren, den Kanal von Stationary Peel abonnieren und ihr müsst mir ein Like und ein Kommentar da lassen. Und zwar in dem Kommentar ist ganz wichtig, dass ihr da reinschreibt, ihr habt mir ein Abo dagelassen, ihr habt mir ein Like dagelassen und ihr habt den Kanal von Stationary Peel auch abonniert. Weil das ist deswegen so wichtig, damit ich den Gewinner dann ziehen kann. Ich leite das dann weiter an Stationary und die versenden es dann an den oder die Gewinnerin. Und das Ganze ist dann auch von allen Kosten frei. Also Stationary übernimmt alle Kosten, Versand, Steuern, was damit zusammenhängt. Ihr bekommt einfach dieses tolle Geschenk dann so zugesandt. Diese Aktion geht jetzt 2 Wochen. Also ich werde in 2 Wochen ab heute, also es gilt noch in 2 Wochen der Montag dazu und ich werde dann an dem Dienstag den Gewinner ziehen. Da schaue ich einfach alle Kommentare durch und dann leite ich das weiter an Stationary und die prüfen dann, ob ihr wirklich meinen Kanal abonniert habt, deren Kanal abonniert habt, mir ein Like da gelassen habt. Und dann geht der Gewinn zu euch. Des Weiteren gibt es noch einen Rabattcode und zwar ganze 18%. Der Rabattcode lautet Anjost. Anjost, das schreibe ich euch alles in die Infobox. Und der Rabattcode von 18% gilt vom 10.07. bis zum 31.08. Also sprich ab sofort bis zum 31.08. auf eure gesamte Bestellung. Und ab 1.09. ist der Rabattcode dann wieder 12%. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache von Stationary Peel und ihr wisst ja, ich gehe nur in Kooperation mit jemand, wenn ich auch von den Produkten überzeugt bin, sonst lehne ich das ab. Also ich habe ganz, ganz viele Anfragen, auch von anderen Firmen, wo ich gesagt habe, es passt nicht zu meinem Kanal oder ich finde die Qualität nicht ausreichend oder mir gefällt einfach der ganze Aufbau der Firma nicht, dann zeige ich das auch gar nicht auf meinem Kanal, weil ich gerne möchte, dass wenn ihr euch irgendwas anseht bei mir, wovon ich absolut überzeugt bin, möchte ich gerne, dass ihr da auch tolle Sachen bekommt.
Ne, deswegen bin ich da also ganz strange, was ich da mache. So, ich hoffe, dass ihr das alles soweit verstanden habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Schaut einfach in die Infobox rein. Da steht das dann alles nochmal. So, und jetzt kommen wir zu den tollen Sachen, die ich bekommen habe, die ich euch jetzt zeigen werde. Ich mache jetzt das Boxen-Opening. Was ich noch dazu sagen muss, Stationery Pill hat unglaublich tolle Preise und super Qualität. Also ich habe ja schon mal ein Paket von denen bekommen und die Sachen sind so klasse, auch in der Handhabung. Was dazu kommt, wenn ihr dort bestellt, ist, dass ihr dann eben halt den Zoll bezahlen müsst und natürlich den Versand. Und es ist meines Erachtens trotzdem noch absolut günstig. Selbst mit dem Zoll bekommt ihr die Ware noch absolut zum tollen Preis. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Der Versand war bei mir immer ratzifatzi. Also ich habe unter 10 Tage gewartet, bis das hier war. Ich hoffe, dass das allgemein so ist, dass das immer so schnell geht, auch wenn ihr euch was dort bestellt. So, dann wollen wir mal loslegen. Habt ihr Kaffee und Tee da? Dann geht's los. Also, die Ware kommt immer in so einem tollen Karton. Der ist nochmal in einem Umkarton drin. Also, das ist dieser Umkarton. Da wird das mit geliefert. Der ist richtig stabil. Da könnte man direkt auch noch ein Journal draus machen. Und es ist absolut liebevoll verpackt. Jetzt habe ich aber genug gesabbelt, jetzt will ich das mal öffnen. Und zwar kann ich das hier vorne so aufziehen. Und dann ist das einmal so verpackt, dass das auch sicher ankommt. Mit so einem süßen kleinen Aufkleber. So, jetzt mache ich das mal so hoch. Genau, mal gucken. Das muss ich mal abnehmen hier. Dass ihr auch gut gucken könnt. Ja, schmeiße ich alles runter hier. So, genau. Ja, das ist doch gut. So, dann ist da immer so eine Karte drin, wo einfach nochmal, wo Stationery Pill sich einfach nochmal bedankt, dass man dort was gekauft hat. Und nochmal so ein kleiner Text. Das finde ich auch immer sehr schön. Und dann sind zu dem Paket, also zu eurer Bestellung, kommen immer noch so ein paar Goodies. Und hier ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Goodie, das ist so ein kleiner, so eine kleine Mütze. Und ich glaube, ich werde es mal ausprobieren, dass man diese kleine Mütze bestimmt irgendwie auf so einen Stift packen kann. Mal sehen, wo habe ich immer so einen Stift? Ich nehme jetzt hier einfach so einen Stift. Und dann kann man den Stift eine Mütze aufziehen. Das finde ich so süß. Das ist schon mal so ein Goodie. Das packe ich schon mal so zur Seite. Mal Platz schaffen, damit ich mir das alles angucken kann. Und nochmal so eine kleine süße Mütze. Ist auch schön, wenn man Stifte verschenkt, kann man das noch so mal mit da drauf tun. So, und dann gibt es noch hier. Und zwar, das ist total cool. Das habe ich auch. Und zwar ist das ein Handyhalter. Und der wird hinten am Handy befestigt und dann kann man den so aufziehen und dann kann man das Handy nämlich, also so wäre das dann, das Handy so halten. Also ich habe das an meinem Handy dran, so, das kann man zweifach auch, und ich möchte das nicht missen, weil mir das Handy einfach nicht mehr aus der Hand fällt und das einfach eine schöne Sache ist. So, das war jetzt auch nochmal extra dabei. So, dann haben sie immer so richtig schön wie in so ein Nestchen. Das werden wir natürlich auch weiter benutzen. Ihr wisst ja, ich schmeiße nichts weg. Auch dieses ist total genial. Ist jetzt Verpackungsmaterial, aber ihr wisst ja, wenn ich irgendwas in der Hand habe, dann raucht sofort mein Kopf mit Ideen. Und zwar ist das ganz, ganz toll, um Papier einzufärben mit Muster. Das sind alles kleine Herzen. Und das werde ich euch auch zeigen. Damit werde ich auch arbeiten. So, dann sind da immer
So ein bisschen Flitter ist noch dabei. Hier, das ist auch ein Goodie. Das ist so eine Klammer. Da kann man dann eben halt Papiere oder was man möchte, so ranklammern. So, dann kommen wir zu diesen tollen, tollen Blumen. So, ich glaube, ich brauche auch gleich erstmal einen Kaffee, damit meine Stimme hier nicht versagt. Und zwar sind das sogenannte Deko-Sticker. Ich hole die gleich mal alle raus. Ups. Die Tüten mache ich nicht kaputt. Die sind alle toll nochmal fürs Junk Journal. Um die in den Junk Journal einzubauen und was reinzumachen. Deswegen lege ich mir die beiseite. Und guckt euch mal diesen Haufen Blumen an. Jetzt zeige ich auch mal so ein paar. Und zwar kann man, das sind Sticker, das habe ich beim letzten Mal nicht so ganz rausbekommen. Ich dachte, dass man die so aufkleben muss. Aber das sind Sticker. Und wenn ihr so ein Tool habt, dann, und dann müsst ihr das natürlich so hinlegen, und dann kriegt man nämlich den Sticker auch ganz toll von der Klebefolie abgezogen. Und das ist so ein Transparenzsticker. Und das sieht so schön aus. Ich werde es ruhig mal hier raufkleben, dann kann ich das noch benutzen. So, das ist praktisch schon Transparenzsticker und das sieht so schön aus. Da mache ich mir jetzt noch ein paar mehr hin und dann kommt das auf die Karte. So, und da sind jetzt ganz, ganz viele verschiedene. Ich zeige euch mal so ein paar Stück. Das ist jetzt der Tiny, wie auch immer das ausgesprochen wird. Und alle Produkte, die ich euch jetzt zeige, sie sind auch in der Infobox verlinkt. Ne? Ihr könnt dann direkt darauf gehen und könnt die in euren Warenkorb packen. So, und seht euch mal diese schönen Sticker an. Also, ich liebe sie. So, dann zeige ich noch mal solche Blumen. Dann hier solche Blumen. Ganz, ganz viele verschiedene. Noch mal so Gräser. Also, genial. So, die packe ich alle mal weg zur Seite, weil da habe ich nämlich auch schon eine Schachtel. Da kommen die nämlich nachher alle rein. So, hier zum Beispiel diese Rosen. Und ich finde einfach diese Farben toll. Einfach klasse. Und die kann man für so viele Sachen gebrauchen. Auf dem Briefumschlag eine rauf. Denn vielleicht das Notizbuch damit verschönern, in Junk Journal, für Grußkarten. Also diese Sticker gehen überall. So, da waren einmal diese. Denn ich habe nämlich da die ganzen Sorten genommen. Ja. Wollte das jetzt eigentlich so. Ich muss mal gucken, dass ich das hier so einigermaßen ordentlich hinlege, damit ich das dann hier gut auch wegpacken kann. So, und hier sind dann solche Blumen drin. Auch mega schön. Solche. Dann sind hier noch solche drin. Da kann man so eine ganze Blumenwiese kann man damit machen. Und wie gesagt, geht unbedingt in den Shop rein. Schaut euch die Preise an. Und selbst wenn ihr da noch Steuern drauf zahlt, das ist eine mega günstige Sache. Und da sind auch ganz, ganz viele drin. Ich muss mal gucken, ob die Anzahl da steht. 40 Stück. Also da könnt ihr schon richtig
richtig toll mit dekorieren. Und guckt euch das mal an. Und die sind so toll gearbeitet. Auch hier auch mal so eine einzelne Rose. Auch ganz toll. So, das waren so diese Sorte. Dann kommt Sweet. Also jetzt mache ich das hier aber einfacher. Ich mache das immer so, dass ich das einmal so umklappe. Und dann klebt mir das nirgendwo dran. So. So, hier ist dann so die weiße Auswahl. Auch toll. Das ist schon alleine, das ist schon Hingucker. So, und dann auf die Karte setzen, ein bisschen den Hintergrund mit Stempelfarbe machen. Also einmalig. Ich bin so begeistert und habe mich so gefreut, dass sie auch wieder mit mir in Kooperation gegangen sind. Einfach toll. Guckt euch das mal an. Und die Qualität ist auch klasse. Ne? Also richtig schön. Ich versinke hier gerade in Träumereien. Auch so zart gearbeitet, ne? Und da hat man ja lange von, also ich habe von den anderen, die ich ja das erste Mal bestellt habe, auch noch ganz viele. Ist noch mal so eine Rose. Und das sieht einfach traumhaft aus. Achso, hier zeige ich euch noch mal so eine zwei zarte. So, dann haben wir die auch. So, wie gesagt, ich muss hier immer mal gucken. Dann kommen die nächsten. Das ist dann die lila Variante. So, das ist ja Violett. Und einfach nur schön. Und ich weiß, dass diese Sticker, wenn man sie denn überhaupt kriegt, normalerweise ziemlich teuer sind. Ich kann gar nicht sagen, welches die schönsten sind. Ich finde sie einfach alle in traumhaft. So, dann nehmen wir noch mal die nächste Variante. Das ist dann die Pink-Variante. So, jetzt habe ich das drauf mit dem Typen hier. So, da ist das dann auch so alles so pink gehalten. Auch mal eine etwas größere Hose. Ich finde die einfach so schön. Könnt ihr stundenlang, könnte ich hier mir diese Blumen angucken. Ist das richtig rum? Ja. So. Damit wirklich so eine richtig schöne Blumenwiese zu machen, ist doch richtig cool. Richtig, richtig cool. Und das braucht einfach gar nicht mehr viel, um eine wirklich richtig edle Karte zu machen. So. Dann ist das Tulip, wie auch immer das ausgesprochen wird, aber es sind ja Tulpen.
Das ist natürlich dann nachher zu Ostern schön. Die Tulpen blühen. Da einfach so auf eine Karte, dann mit einem schönen Hintergrund so einen schönen üppigen Blumentulpenstrauß drauf zu machen. Einzelne Tulpen. Und auch so dann mal setzen. Einfach schön. Genau, das waren diese Transparenzsticker. So. Dann geht das weiter. Und zwar sind das auch Sticker. Und auch so eine Transparenzsticker. So, jetzt kommt mein Kaffee. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Kaffee lassen kann. So, das ist auch ein Transparenzsticker. Und ja, die sind ja auch total edel. Also das ist ja auch schön. Das, wie gesagt, nichts wegschmeißen. Kann man auch toll gebrauchen. Ich will jetzt mal gucken, dass ich das nochmal so auf weiß zeige. Da könnt ihr nochmal sehen, wie toll diese Sticker sind. Auch ganz, ganz toll für Bullet Journal oder auch für Junk Journal. So, das kommt jetzt mal hier. Ich würde mal hier ein bisschen weiter bauen. So, dann habe ich diese Pakete mitgenommen. Und das sind immer so fertige Pakete mit jede Menge Papier. Die hatte ich letztes Mal auch schon. Die sind einfach toll. Ich habe noch nicht so viel verbraucht. Ich hatte dann immer, oh, dann ist das alle, habe ich da nichts mehr von. Ja, jetzt habe ich so viel. Das kann ich jetzt alles richtig schön einsetzen. So, auch das ist auch toll für Lesezeichen oder zu machen. So, da zeige ich euch mal. Da sind drin solche Abschnitte. Dann solche Abschnitte. Ist ein dünnes Papier. Also, wenn ihr das so als Pocket haben wollt, geht das noch gut. Wenn ihr könnt es aber auch auf Papier setzen noch. Könnt ihr auch Collagen mitmachen. Also, das ist so richtig schönes Papier zum Einbauen im Junk Journal. Kann man auch Karten mitmachen. Ne? Das ist auch für Karten nicht schlecht. Kommt mal in die Facebook-Gruppe von uns. Der Link dazu findet ihr auch in der Infobox, weil unser Design-Team, die machen ganz, ganz tolle Karten im Vintage-Stil, im Steampunk-Stil. Die könnt ihr euch dort angucken. Also richtig cool. So, dann ist da noch eine Größe. Damit habe ich auch schon was Tolles gemacht. Das habe ich dann einmal rundherum eingefärbt und habe das mit einer Naht versehen. Das ist richtig mega geworden. Also bin dann nochmal mit der Nähmaschine rumgegangen. So, richtig toll. Auch klar, gerade wenn ihr so ein kleineres Journal macht, das ist auch mega. So. Sind ja auch nicht ganz so klein. Ne? Ich guck mal gleich. Oh, lecker. Kaffee. So, die haben eine Größe von 11 cm mal 17,5 cm, ne? Oder? Warte mal. 18 cm. 11 mal 18 cm. Also das ist schon eine schöne Größe. Und hier auch so Richtung Vintage. Also wie gesagt, das Video wird jetzt länger, weil ich möchte euch das einfach alles zeigen, weil man das im Internet gar nicht so gut sehen kann.
weil das da ja irgendwie viel zu klein abgebildet ist. Für mich jedenfalls. Und ich finde das immer schön, wenn man das dann nochmal so richtig sehen kann. So, das war das eine Papierset. Dann kommt das nächste Papierset. Wir haben natürlich auch jede Menge Kugelschreiber, Radiergummis, Stifte, Mappen, also alles Mögliche auch. Ne? Ich durfte mir die Sachen ja aussuchen und ich habe natürlich jetzt alles genommen, was ich auch fürs Junk Journal und fürs Basteln gebrauchen kann. Ne, aber die haben ein riesiges Sortiment. So, die sind natürlich auch richtig schön. Ich gehe das mal so ein bisschen durch. Also für die Junk Journals auch einzubauen. Einfach auch knicken und so einbauen. Als Pocket einbauen. In die Pocket reinstecken. Och, bei mir raucht das ja schon wieder. Ich habe ja schon wieder, wenn ich sowas in der Hand habe, ich habe immer Ideen. Das finde ich auch cool. Da kann man da richtig irgendwie vielleicht was Schönes draufschreiben. Oder auch bestempeln noch. Ne? Dann das Ganze nochmal bestempeln. Eine Collage drauf arbeiten. Und dann einbauen. Also ihr habt da unheimlich viele Möglichkeiten. Und oh, ich finde das, ich bin so begeistert. So cool, die Sachen. Auch hier, wo schon mal ein bisschen draufgeschrieben ist. Man kann now. Alice can save. Ne, das ist dann noch schon mal drauf geschrieben. Aber richtig cool. Ganz, ganz toll. Und ihr seht, das ist ein ganzer Packen, ne, was da so drin ist. Das finde ich auch mega. Also, wie gesagt, absolute Empfehlung von mir. Geht da in den Shop. Es lohnt sich absolut. So. Ach, ich freue mich schon damit zu arbeiten. So, dann wollen wir mal gucken. Dann habe ich noch mal so ein kleines hier. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon mit. Das ist ja alles so in Kästen gepackt. Damit ich das so zusammen habe. Das sind dann so kleine Abschnitte. Auch süß. Sind also immer zweimal drinne. Ja, und wenn ihr jetzt bedenkt, dass da ja jetzt dieser Rabattcode ist in Höhe von 18% auf eure Bestellung, da lohnt sich das ja nochmal. Wow. Da könnt ihr so viel mit anfangen. Ich glaube, ich werde auch mal noch mal so ein Notizbuch, habe ich ja schon von außen öfters gemacht. Ich glaube, das werde ich auch noch mal machen, Notizbuch von außen. Und dann werde ich in dem Notizbuch mal so ein bisschen was einarbeiten. Denn so kleine Pockets, wo solche Zettel reinkommen, da kann man dann ganz toll Telefonnummern draufschreiben oder Sachen, die man vielleicht nicht immer braucht oder die man vielleicht auch mal mitnehmen will. Das heißt, dann guckt man in der Pocket, ach Mensch, wie war das noch? Das brauche ich heute, da will ich heute hin. Dann nehmt ihr die Liste raus aus dem Notizbuch und packt die in euer Portemonnaie, zum Beispiel so eine kleine Zettel passen da ja rein. Das finde ich auch richtig mega Idee. So, dann kommen wir zu dem nächsten. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Ich musste so lange warten, bis ich das hier auspacken kann. Ich habe das Paket schon die ganze Zeit hier stehen. Aber ich wollte das Video erst ab heute machen, weil ab 10. ja erst diese 18% Rabatt gelten. Und dann habe ich gedacht, das will ich ja, dass ihr das gleich einlösen könnt. Und dann musste ich jetzt so lange warten, bis ich mir das selber angucken kann. Ja, das war schon schwierig für mich.
weil ich ja auch sehen wollte, wie toll die Sachen sind. So, das ist so ein Block. Der ist ja auch cool. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Papiere, das scheinen so Naturpapiere zu sein, wo so Glitzerpartikel eingeschlossen sind. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie einfangen kann. Ich glaube, jetzt so könnt ihr das, glaube ich, so ein bisschen sehen. Und dann kann man die abreißen. Das heißt, ich kann sie hier einmal abreißen und ich kann sie hier einmal abreißen. Ja, das ist ja auch cool. Und da kann ich dann so kleine Notizen draufschreiben. Dann sind da noch verschiedene Varianten drin hier. Genau, das finde ich auch toll. Das ist natürlich auch toll, um Gruß drauf zu schreiben. Ich reiße mal hier so einen ab. Oh, das Papier fühlt sich cool an. Das ist so ein richtig Schmeichelpapier. So, dann kann ich diese Kante nochmal abschneiden. Und ich kann das jetzt vielleicht auch mit einem Stanzer nochmal abrunden. Das mache ich mal kurz. Eine und zwei oder zwei Ideen umsetzen. So, und dann habe ich so ein ganz tolles Schild, wo ich dann jetzt einen schönen Gruß drauf stempeln kann. Na, das ist doch richtig genial. Und das, wie gesagt, mit diesen Einschüssen, das fühlt sich so gut an. Ja, das finde ich schon mal eine tolle Idee. Muss ich gleich mal kurz ausprobieren. Und das kann man ja mit diesen auch machen. Jetzt sind hier nochmal so glatte drin. Also die jetzt, das ist jetzt glattes Papier. Also jetzt vorne ist das so ein Naturpapier, der halbe Block. Und der andere Block, die andere Hälfte des Blocks ist so Naturpapier, normales Papier. So, das war dieser. Dann habe ich ein paar mehr von mitgenommen. Auch total schön, da was reinzustempeln und genauso zu machen. Also hat man ja jede Menge Labels. Richtig, richtig toll. Also mit diesem Einschüssen, das fühlt sich so toll an. So, und dann das Ganze nochmal ohne Glitzereinschüsse. Mega. Ich muss mal gucken, steht auch drauf, wie viel Blatt das sind. Also 6 mal 11 Zentimeter. Nee, das kann doch nicht sein. Doch, 6 mal 11 Zentimeter. Und Memo Card steht hier drauf. Ich kann jetzt hier nicht erkennen, wie viel Blatt das sind, aber eine ganze Menge. Zumal man die ja auch abreißen kann, denn. Ne, und hier genau das gleiche. Auch wunderschön so in Grün. Richtig toll. Ich muss immer gucken, dass ich euch auch in die Kamera mitnehmen, ja nicht, dass ich vor lauter Begeisterung mir das alles angucke und ihr kriegt nur die Hälfte zu sehen hier. Also richtig, richtig schön. So, das Ganze habe ich dann auch nochmal in der Variante. So, ich mache das mal kurz so, auch sehr schön. Und dann wieder normales Papier. Richtig cool. Hier kann man auch das abreißen, das abreißen. Das kann man auch wieder schön für Junk Journals nehmen, wenn man im Vintage-Bereich arbeitet. So. Oh, ich brauche Kaffee. Also, was nehmen wir denn als nächstes? Das sind jetzt auch nochmal so Sticker. Guck mal, die Tüte selbst. Die Tüte hat einen Rahmen.
Da muss ich jetzt gucken, dass mir das ja nicht kaputt geht. So, das geht schon mal sehr gut ab hier. Vorsichtig abreißen. Ja. So. Das ist schon mal schön, weil die werde ich auf alle Fälle nutzen. Ich habe ja die Tüte schön als der Inhalt. Das ist total cool. So. Holen wir mal die Stecke raus. Ja, hier unten hat die jetzt so ein Loch, die Tüte. Aber das macht ja nichts. Da kleben wir doch einfach irgendwas drauf. Passt doch. Genau, und das sind jetzt so Stecker. Sind jetzt, ich würde mal sagen, so Kunststecker. Aber wenn man jetzt themenmäßig was macht, wie sagt jetzt so ein Mystery Journal oder so, da passt es natürlich rein. Also ich habe hier auch noch mein Journal liegen, das meiste des Buches. Und die Geschichte von Clara ist ja schon geschrieben. Das muss ich nur sehen, dass ich da weiterkomme. Und dafür, für das Journal, sind die Sticker ein Traum. Da werde ich die auf alle Fälle einsetzen. Weil die so ein bisschen mysterisch sind. Oder mystisch sind. Mysterisch. Das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht. So, packe ich mal hier gleich hin. So, dann haben wir wieder Papier. Und dann ist immer dazwischen, ist dann immer so ein bisschen auch Flitter gesetzt, also es ist einfach schon schön, überhaupt dieses Paket an sich so zu bekommen. So, hier sind wieder kleine Abschnitte. Don't know where home is, but I'm on my way. Okay, das konnte man jetzt auch lesen. So, einmal die. Die finde ich auch cool. So eine kleine Postkarten. Und da kann man dann auch wieder schöne Collage draus machen. Das ist auch toll. Und zwar, wenn ihr die so benutzt, ne, dann am besten so auch den Rand schön einfärben, so auf alt trimmen und dann vielleicht nochmal so ein bisschen, ruhig mal so ein bisschen knicken. Also alte Sachen sind ja auch immer, haben wir ja meistens auch so Knickfalten. So, und die Knickfalten, die könnt ihr zum Beispiel auch leicht mit einem Distresser machen. Macht ihr so, dann geht ihr ganz leicht so mit so einem Schwämmchen darüber. Dann habt ihr so eine leichte Knickkante auch, die zu sehen ist. Das heißt, der lag schon lange in der Schublade so geknickt. Und dann jetzt außen so machen und dann habt ihr den auf alt. Ne, das machen wir so am Rande. Und das könnt ihr praktisch mit den ganzen machen. Das sind alles so Briefe. Da kann man toll was draufschreiben. Und wie gesagt, nicht nur fürs Junk Journal, auch für Karten im Vintage-Stil und auch für Notizbücher, um die ein bisschen zu verschönern. Ach, das ist ja auch süß mit dem kleinen Mädchen hier. Hier nochmal so sitzt so ein kleines Mädchen, ne? Verträumt auf der Schaukel. Das sieht auch gut aus. Hier hebt sie ihr Röckchen. Da hat die Mama bestimmt geschimpft. I still wait for you. Auch cool. Oh, das ist ja auch nochmal herzig. Das kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Ganz toll für so eine Babykarte. Das damit gestalten. Ach, hier geht es ja noch weiter. War ja noch gar nicht alles. So, dann hier nochmal Rose. Ach, hier ist das Mädchen am Waschen. Und das ist auch hübsch mit den Vögeln.
Ja, und diese Dinger sind total schön auch für Lesezeichen, die schön zu verzieren. Die haben eine richtig gute Grammatur. Also ruhig immer mal gucken, wenn ihr Verpackungsmaterial habt, ob man das nicht vielleicht noch verwenden kann. Diese Tüte ist auch schön, die hat so richtig schön, die ist richtig schön stabil. Ich zu den anderen Tüten. Erstmal einen Schluck Kaffee. So, und das ist so ein Büchlein. Da sind ganz viele tolle Schmetterlinge drin. Ich gehe das mal einmal so durch. Richtig toll, einmal so auf Kraftpapier. Ist auch richtig schön. Das ist ja, was ich so liebe, ne? Wenn das nur so leicht so drauf ist. Ganz auch toll für Lesezeichen, auf Lesezeichen zu setzen. Papier hinter zu machen. Also auf Pocket setzen. Und hier ist das dann auch das gleiche nochmal so in weiß. Einfach traumhaft. Richtig, richtig schön. Eine ganze Wiese hier mit Schmetterlingen. Ja, und wenn man will, kann man sich die auch ausschneiden und dann einzeln draufsetzen. Ne, finde ich auch klasse. So, das war dieses Büchlein und das war das mit Blumen. Das hatte ich letztes Mal schon und da habe ich dann auch. Also ich tue mich dann echt schwer, das zu benutzen, wenn ich so schöne Sachen habe. Aber das werde ich jetzt tun. Da sind dann einfach ganz tolle Blumen drin. Auch so, guckt euch das mal an, wie schick das aussieht. So. Und hier geht's weiter. Das ist so niedlich, allein dieses kleine Büchlein. Ja, wie gesagt, ich tue mich echt schwer, da so Sachen rauszureißen. Aber ich habe es ja auch, um das zu benutzen. So, dann habe ich hier nochmal so ein Vintage. Das habe ich irgendwie zweimal gekriegt. Packen wir das einmal aus hier. Oh, cool. Das sind auch so eine Sticker. Wow. Da freue ich mich ja, dass ich die zweimal drin habe. Die sind ja cool. Und auch das Papier hier fühlt sich wieder toll an. Dann diese. Richtig edel. Das ist edel. Also ich sag ja, die Sachen, das, ihr seht, wie das alles toll verarbeitet ist. So, und dann macht ihr die ab. Und dann noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn die alle ab sind, dann habt ihr hier eine tolle Folie, die ihr benutzen könnt, wenn ihr Ausschnitte in Karten macht. Und die könnt ihr dann dahinter setzen. Das ist nämlich eine richtig coole Folie. So, das war das gleiche jetzt nochmal. Dann brauche ich das ja nicht aufmachen. Dann gibt es hier Papier. Ja, ich glaube, von diesen Sachen habe ich alle Sets mitgenommen, weil ich die einfach so schön fand. Das ist jetzt einfach so mit Blüteneinschüssen. Papier, aber auch mega schön, mega schön, cool. Oh, ich freue mich hier total. Ja, so macht Urlaub Spaß. Ja, weil ich habe ja jetzt Ferien und das Tolle ist, ich kann ja jetzt schön basteln. Und Videos machen. Und ihr seid alle so toll, da macht mir das Video machen ja auch so viel Spaß. Ne? Ihr seid einfach klasse. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so tolle Abonnenten bekomme, als ich so damals mal angefangen bin. Ich hatte eigentlich ganz doll Panik, dass viel Shitstorm kommt, aber überhaupt nicht. Ihr seid klasse. So, dann das nächste Papierset. Achso, Tüten sammle ich hier.
So, das sieht so ein bisschen aus wie geknicktes Papier. Und auch das könnt ihr ganz, ganz toll machen, ne? Oder vielleicht auch, ich habe gerade mal so eine Idee. Das vielleicht auch mal so falten. Und dann die Ränder des Dressen. Und dann das nur. Ach, mal hätte ich andersrum falten müssen. So rum. Ränder des Dressen. So, und dann das hier so aufkleben. Und dann kann man das, wenn man denn die Buchseite öffnet, kann man das so öffnen. Und dann kann man da irgendwas Kleines reinschreiben. Das finde ich auch cool. Also sowas kann man auch machen. Mit Falltechnik. Oh, ich hab, wenn ihr mal in meinen Kopf gucken könntet, was das da raucht. Ich glaube, es qualmt hier richtig, ne Schatz? Ja. Aber mir kommen so viele Ideen jetzt gerade. Ja, der Tag hat aber nur 24 Stunden. Zwischendurch muss ich auch mal was essen. Ich kann also nicht nur an meinen Basteltisch setzen. Mich setzen, ich muss ja auch mal raus. Ne? Aber das, ich habe das auch gestern Abend wieder. Typisch ich. Ich will schlafen und mir kommt beim Einschlafen eine Idee im Kopf. Ja, dann habe ich die gestern erstmal ordentlich gedacht, bis ich dann irgendwann mal eingeschlafen bin. Und das will ich heute machen. Das wird so ein kleines, also so ein kleines Mini-Album eigentlich in Kartenform. Das hatte ich mir gestern so ausgedacht. Und das will ich dann heute nochmal umsetzen. Und meistens ist das ja so, ich habe dann eine Vorstellung, das wisst ihr ja, ich habe euch ja schon oft erzählt, ne? Ich habe dann so eine Vorstellung von was, was ich machen will. Und meistens sieht es sogar noch besser aus, als das in meiner Vorstellung aussah. Das ist richtig cool. So, hier habe ich dann nochmal diesen Block, wo wieder diese Einschüsse drin sind. Und oh, das ist auch so süß mit diesem, mit dem Mädchen hier. Ja, ach, Rotkäppchen. Könnte man auch für Märchen. Märchenkarte, Märchenjournal. Und wie gesagt, auch ruhig in die Notizbücher rein, wo ihr denn so eine Zettel einfach, wo ihr einfach so Taschen reinbaut. Also das würde ich auf alle Fälle machen, dass ich nochmal ein Notizbuch mache, wo ich dann auch wieder einen Geschenkkarton zu mache. Und da werde ich dann Pockets einbauen und da kommen alles so eine Zettel rein. Und dann kann man das so mitnehmen. Ich finde das eigentlich eine mega Idee. Ja, das ist auch wirklich richtig schön. So ganz meine Farben. So, was haben wir denn noch hier? Ach, hier, eine Glocke. Die war auch dabei. Ich muss mal gucken. Nee, das ist so scharf. Ich hatte erst gedacht, ob ich das den Katzen hinpacke, aber das ist mir hier zu scharf. Süß. Ich habe schon wieder eine Idee. Baby Explosionsbox machen und das da drin einbauen. Ja, cool. Schon wieder die nächste Idee. So, das sind jetzt auch Sticker. Da gucken wir uns mal an. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bögen, so wie es aussieht. Ich muss mal gucken, was sind denn das für Sticker? Hä? Das hat noch kurz geklingelt. Ach so, okay, wunderbar. Das ist so ein Papier. Das, die sind also einzeln drauf und haben wir praktisch noch so eine Folie drauf. Dann nehme ich doch mal so einen ab hier. So, und dann mal gucken, wie der so auf weißem Papier aussieht. So. So. Mega. Durch dieses dünne Papier ist der Rand überhaupt nicht zu sehen. Das ist ja auch cool. Es sieht süß aus hier, ne? Was hat er da? Seine Fahrkarte und weiß nicht wohin.
Oder er hat eine Fahrkarte und der Zug ist gerade voll. Was ja im Moment, glaube ich, auch viel passiert. Ne? So, dann wollen wir uns hier mal angucken. Also auch richtig schön, auch hier für Babykarten. Dann ist hier so eine. Ich muss mal gucken, ob ich das so ein Weiß, wenn ich Weiße drunter mache, kann man das einfach viel besser sehen. Genau. Wer hat denn schon abgeschaltet? Blöde Frage, ne? Der kann das ja gar nicht hören. Scherz muss auch mal sein, ne? Leben ist ernst genug. So. Ja, die sind auch wirklich schön. Ich hatte erst gedacht eben, ob das überhaupt meins ist, aber jetzt, wo ich das so gesehen habe, so muss ich das ja machen. Wo ich das jetzt gesehen habe, ist cool. Und hier ist auch wieder so eine Folie, die ihr super toll hintersetzen könnt. Also bevor ihr Material wegschmeißt, Verpackungsmaterial, guckt doch, ob ihr irgendwas damit anfangen könnt. Weil meistens gibt das so tolle Sachen, die man mit Verpackungsmaterial machen kann. So, denn ich glaube, hatten wir den schon mal? Ja, hier ist Gewitter. Naja, manchmal ist auch Gewitter, ne? Kennt ihr auch, ne? Ist ja nicht immer Sonnenschein im Leben. Aber ich bin eigentlich ein sehr positiv denkender Mensch und ich habe schon viel erlebt in meinem Leben und ich habe mir immer gesagt, man kann mir alles nehmen, aber nicht meine Fröhlichkeit. Die habe ich mir in allen Phasen meines Lebens immer bewahrt. Und ich rieche mich auch nicht mehr über Sachen auf, wo man sich unnütz drüber aufregen kann. Ne, was weiß ich, wenn ich an der Kasse stehe und 20 Leute stehen vor mir. Ja, dann nutze ich die Zeit und überlege, was ich so basteln kann oder so und sage mir, ja, dann habe ich eben halt jetzt mal ein bisschen Pause und kann mich mal ein bisschen ausruhen. Ne, also ich gehe mit dieser Einstellung ran und nicht so, oh, sind doch so viele vor mir. Und ne, das bringt nichts, das gibt nur schlechte Laune und man ändert ja an der Sache nichts. So, ich sehe jetzt noch so eine süße Mütze, also die finde ich ja echt cool, diese Mützen, ne? Ich muss mal gucken. Ich habe ja auch noch Fimo. Vielleicht mache ich mal so kleine süße Männchen und dann vielleicht so ein Mützchen da drauf. Wisst ihr was? Das ist eigentlich eine Mega-Mütze für einen Gnom. Ja, wir schauen mal. Ihr seht, hier ist noch ein Sticker. Das bei mir, das arbeitet. So, das sind jetzt auch Sticker oder was ist das? Mal gucken. So. Ja, wenn ihr jetzt irgendwas sagt, oh Mensch, das interessiert mich jetzt hier gerade gar nicht, dann spult doch einfach vor. Ne? Das ist doch möglich. Das ist natürlich das Gute. Ne? Das ist eine getrocknete Blume. Ja, schön. Also die finde ich auch edel. Cool. Die werde ich mir gleich vorsichtig zur Seite packen, damit die nicht in die kaputt geht und in die Krabbel kommt. Packe ich mal hier. So, dann wollen wir mal gucken. Das sind auch wieder so eine Transparenzsticker. Die sind aber auch schön. Ja, cool. Ja, das sind, ich finde ja auch eben halt diese Sachen bei Stationery Pill sind einfach alle so besonders und auch von der Qualität her. Ich bin absolut begeistert. Ne, also von mir kriegt ihr eine absolute Empfehlung für diesen Shop. Und ich finde das ja auch toll, dass sie jetzt so eine tolle, so ein tolles Gewinnspiel machen. Ne? Und die Preise sind toll. Ich habe sie schon gesehen. Also wie gesagt, geht in die Infobox und guckt euch da das Video zu an, was ihr bekommen könnt. Oh, das ist ja auch süß hier. Alice im Wunderland. Cool. Ich brauche so einen Zeitschlüssel, wie Hermine bei Harry Potter hat. Ich weiß nicht, wer von euch Harry Potter kennt. Mit diesem diese Drehkugel, wo sie dann dreht und dann kann sie überall gleichzeitig sein mit der Zeit. Sowas brauche ich auch. Damit ich dann noch mehr Zeit zum Basteln habe. Richtig tolle Sticker sind das. Ja, das sind, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch Sticker sind. Ich muss mal gucken.
Ne, ich glaube, das ist nur Papier, aber das macht ja nichts. So, da ist dann noch mal so ein Kalender. Ja, da kann man dann ankreuzen. Ich habe ja zum Beispiel am 27. Oktober habe ich Geburtstag. Und Schatz hat am 10. Oktober Geburtstag. Ja, kann man auch für eine Grußkarte zum Geburtstag verwenden. Dann sind hier noch so ein Segelschiff, ist natürlich auch cool. Ja, mega, mega. Richtig cool. Und List, genau. Ja, für die Küche ist das natürlich ein bisschen klein. Für meinen Küchenschrank. So, wow. Ach, das ist ja auch cool. Und das ist in so einer schönen Tasche verpackt. Mit Snap-Verschluss, die natürlich auf keinen Fall im Müll wandert. Da werde ich was Schönes reintun. Dann ist da so ein Band bei. Oh, hier sieht es aus bei mir. Alles hier auf den Haufen gepackt. So, dann wollen wir uns mal dieses schöne Paket angucken. Dann ist hier so eine schöne Collagenpapier bei. Dann sind hier wieder kleine Abschnitte bei. Das scheinen Aufkleber zu sein. Muss mal gucken. Ich bin da bin ich eigentlich von überzeugt. Ja, das sind Aufkleber. Auch prima. Dann hier nochmal wieder Mutter mit ihrer Tochter. Das sind alles Aufkleber, die sind alle auf einer Trägerfolie drauf. Das ist natürlich auch, oh, guck mal, ist das nicht schön? Ach, ist das schön. Und das ist hier so ein richtiges Schild. Oh, das ist ja auch cool. Das könnte man auch einlaminieren. Und dann, ja. Und dann mal gucken. Aber da habe ich irgendwie das Bedürfnis, das einzulaminieren, weil es so schön ist und dann irgendwo vielleicht drauf machen. Ja, das ist auch schön. Ach, hier sind noch so kleine. Oh, cool. Das sind alles Sticker, die hinten eine Trägerfolie haben. Ja, cool. Überall kann man dann nochmal so ein kleines Highlight setzen. So, dann ist hier noch ein Briefumschlag drin. Oh, wie süß ist das denn? Den kann man dann zusammensetzen und dann hat man so einen kleinen Briefumschlag. Oder man nimmt das als Vorlage und zeichnet sich das an und dann hat man immer ganz viele Umschläge. Wenn ihr denn sowas zum Beispiel habt und ihr wollt sowas als Vorlage haben, dann empfehle ich euch, wenn ihr jetzt auch da bestellt, habt ihr ja auch so viele Pappen übrig. Ich habe jetzt gerade... Habt ihr jetzt alle gerade nach unten gepackt. Dann klebt das auf ein bisschen stabileres Papier oder klebt das auf so eine Pappe, wo es natürlich raufpasst. Und dann nehmt das als Vorlage. Dann könnt ihr nämlich richtig schön anzeichnen. Weil das ist schon eine gute Grammatur, aber wenn ihr das als Schablone haben wollt, dann würde ich sagen, macht das so, dass ihr das auf Pappe übertragt. Oder ihr macht das so, dass ihr das einmal auf Pappe auflegt, anzeichnet, die Pappe ausschneidet. Könnt ihr auch und dann könnt ihr den verwenden. Also die Möglichkeit gibt es hier auch. So, hier ist noch ein anderer Umschlag. Oh, cool. Wenn man dann auch so knickt. Und ich finde auch die Größe von den Umschlag toll. Oh, guck mal, hier sind auch noch so eine Deckchen drin. Das ist natürlich genial. Für Junk Journal machen ist das genial. Das müssten zwei Stück sein hier. Ja. Das sind zwei, die sind so zusammen. Mit drei, nochmal drei so eine Deckchen. Ach, da fehlt ein Stück. Naja, das macht nichts. Junk Journal geht ja immer rein. So, dann sind hier noch so ein Transparentpapier dabei. Und nochmal so eine Collage. Und das ist die Verpackung. Und das ist natürlich auch super zu verwenden. So, oh. Mega, mega. Cool. Die sind ja wohl cool. Das sind auch wieder Transparenzsticker. Wie viele sind denn das? Ich guck gleich mal auf die Verpackung.
So, mal gucken. Das sind Deko-Stücke. Es steht nicht drauf, wie viel. Auch dieses Papier ist ja cool zu verwenden. So, mal gucken. Dass ich hier mal so eine Pappe habe. Hier sind zum Beispiel solche Rahmen. Richtig cool. Ach so, das hab ich auch noch gar nicht erwähnt. Die sind Sticker, ne? Da kann man die Folie abmachen. Und zwar hat Stationery Peel auch immer ganz viele Angebote, wo dann nochmal die Sachen reduziert sind. Oh, guckt euch mal diese Sticker an. Wow. Altes Telefon hier. Mega. Telefonzelle hätte blau sein müssen, dann wäre das hier Dr. Who. Ja, ist das so, dass ich immer ein bisschen Fernsehen gucke? Ja, das mache ich auch mal ab und zu, wenn ich mal Zeit finde. Mal so ein altes Bett, eine alte Lampe, Stuhl, ach, so ein Vogelhäuschen. Dann, oh, was da alles drin ist, das sind ja wirklich viele. Dann hier nochmal sowas, das ist ja richtig Richtung Steampunk. Was ist da denn hier? Ach so, so eine Laterne. Nochmal so ein Paket. Schatzkiste. Ja, ich mache doch immer diese, mach doch immer, ach, das sind zwei, ne? Ja, der hat sich da leider draufgelegt. So, aber ging ab. Da ist die Trägerfolie abgegangen. Ich mache doch immer die Schatzkarten. Wenn ihr euch das interessiert, dann schaut mal durch meine Videos durch, wo ich so eine Schatzkarte mache. Mache ich aus alten Landkarten. Und da zeichne ich doch immer einen Schatz ein. Da zeichne ich nächstes Mal keinen Schatz ein, sondern da kommt nächstes Mal die Schatzkiste hin. Das ist doch auch eine coole Idee. So, was haben wir denn hier noch nicht gezeigt? Hier sind dann nochmal so ein Reh und Grammophon. Ist das ein alter Geldschein? Irgendwie noch mal solche und solche, also alles schön im Vintage. Hier noch mal 10 Euro, der ist auch schön hier. So ein Globus. Ja, ich habe immer das Problem, ich rede und ich denke ganz viel und das gleichzeitig. Bei mir raucht ja der Kopf, wo ich das überall reinmachen will. Einfach toll. Also da freue ich mich richtig toll. Doll. Cola. Genau. So. Wer kennt das noch? Hatte ich früher eine Stereoanlage mit Kassetten. Habe ich immer, es gab immer, ich glaube Samstags war das immer, da gab es ja immer die Top 10 und dann habe ich immer aufgenommen. Und dann musste man immer mit den Fingern gucken. Kurz bevor das Lied zu Ende war, musste man Stopp machen, weil dann kam eine... Und wenn dann das Gesabbel kam, das wollte man ja nicht mit drauf haben, deswegen musste man ganz schnell sein. Wer kennt das noch? Schreibt das mal in die Kommentare. Zu eurer Info, dass ihr abonniert habt und diese Bedingung für das Gewinnspiel erfüllt habt. So, das, ich glaube, jetzt habe ich alle soweit gezeigt hier. Ja, ich muss hier nachher erstmal sortieren. Hier sieht es aus wie bei Hempels hinterm Sofa. Wo kommt eigentlich dieser Spruch her? Hempels bei Hempels hinterm Sofa. Wer kennt denn Hempels? Wer ist das eigentlich? Und wieso sieht das bei dem hinterm Sofa chaotisch aus? Tja, das sind auch manchmal so Fragen, die mir so manchmal im Kopf schießen. So, das fand ich auch niedlich. Das sind so Sticker, Katzensticker. So. Und, oh, wie süß. Guck mal, dass ich die mal so euch zeigen kann. Oh, sind die süß. Oh, guck mal, das kleine Babykätzchen. Und wirklich, wie gesagt, also die... Ich durfte ja für einen bestimmten Betrag mir was aussuchen. Ich habe ewig gebraucht, bis ich den Betrag zusammen hatte.
ne, bis das alles drinne war. Im Warenkorb. Also das ist wirklich, dann habe ich auch immer noch was, immer noch Geld übrig, immer noch Geld übrig. So süß. Ja, mit der Brille hier. Oh, das sind aber auch viele. Viele, viele süße Stücke. Kann man auch toll auf eine Postkarte, wenn man eine Postkarte verschickt, mal so an die Ecke. Ne? Aber wenn das so Katzenfreunde sind, ich mache das jetzt mal so. Mit dem Monokel. Wieder mit Brille. Blumenkranz. Also wirklich richtig süß. Oh, hier ist die Steampunk-Katze. So. So, jetzt kommen wir langsam runter. Hier ist wieder ein Goodie drin. Eine Klammer. So, da haben wir dann auch nochmal wieder ein Set. Wieder in diesem richtig schönen, schöne Verpackung. Band. Benutze ich auch mal ganz viel, dieses Naturband. So, und das ist auch wieder Aufkleber. Das sind wieder Sticker. Mega. Mega. Also, oh, das ist so schön. Richtig toll. So, das sind wieder so, die sind wieder dicker. Das sind wie so Karten. Und dann Anhänge, auch ganz toll gearbeitet. Schöne Form für Anhänger. Muss mal gucken, dass ich euch hier mitnehme. Nicht, dass ich hier vor lauter Begeisterung das gar nicht in die Kamera halte. Das sind wieder Sticker. Die haben wieder eine Trägerfolie hier. Dann ist dabei, so, das muss ich mal hier wieder. Das müssten auch, ja, das sind auch zwei wieder diese Deckchen. Dann ist hier wieder ein Umschlag, nochmal ein anderer Umschlag und sowas zum, so eine Einsteckhülle. Könnt ihr ganz toll wieder als Vorlage nehmen. Wieder ein Transparentpapier und ein Hintergrundpapier und natürlich die Verpackung auch benutzen, weil das ist ja mega. Das kann ich mir auch gut vorstellen auf dem Journal drauf vorne. So, dann so langsam kommen wir zum Ende hier. So, das nächste Paket. Die haben auch ganz tolles Washi-Tape. Mega. Dann nochmal wieder so ein Band. Und wieder Sticker. Sticker. Auch als Sticker. Ja, da kann ich aber basteln, bis ich das alles verbraucht habe hier. So, dann sind hier auch wieder einzelne Sticker drin. Hier ist auch wieder mit einem ganzen Spruch drauf. So eine alte Schreibmaschine. Ach, hier eine Lupe. Das finde ich auch cool hier. So ein Hafen. Das ist wieder so eine Karte. Irgendwie faszinieren die mich, diese Karte. Karten. Da muss ich nochmal gucken, was ich damit mache. Dann ist hier auch wieder so ein Fahrschein. Also richtig tolle Sachen. Hier ist auch so. Und das ist eine schöne Grammatur. Das heißt, da kann man, das kann man gut so mit einarbeiten. Dann ist nochmal hier Papier. Einmal wieder Transparentpapier. Und wieder einmal so als Schablone. Und das kann man auch als Schablone verwenden. So. Und auch wieder die Zierdecke, die pulle ich jetzt nicht auseinander. Und natürlich auch das, die Verpackung wieder benutzen. So, das hatte ich letztes Mal schon. Da habe ich schon ganz viel von benutzt. Boah, snap. So. Jetzt mal gucken, was ich mit diesen schönen Taschen mache. Ich glaube, da
Mal gucken, was ich da so als Aufbewahrung reinmache. Weil die kann man nämlich auch ganz toll, kann man so schön ins Regal stellen. Ne? Und dann die Sachen da so rein. Ne? Ich muss mal gucken. Oder ob ich das da so reinmache wieder. Ja, und das fand ich total letztes Mal schon so cool. Auch für ein Kochjournal. Und da kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Notizbuch schön gestaltet, so wie ich das ja auch schon gemacht habe, mit Serviettentechnik, ne? Und das umfunktioniert als Kochbuch. Dann könnt ihr zum Beispiel solche Sachen damit einarbeiten. Und da kann man zum Beispiel, das fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wenn jemand weggeht aus der Firma zum Beispiel, das haben wir damals mal gemacht, dass man dann ein Notizbuch richtig toll gestaltet, kann ja ruhig ein großes sein, ein DIN A4, dann geht das einmal durch die ganzen Abteilung und jeder schreibt in diesem Notizbuch sein Lieblingsrezept rein. Und dann kann man Seiten auch nehmen, wo man diese Sachen reinpackt wieder und wo man zum Beispiel auch ein kleines Rezept draufschreiben kann. Und das finde ich eigentlich eine tolle Idee und das ist ein tolles Geschenk. Und dafür sind solche Sachen natürlich richtig genial. Ich glaube, ich werde so ein Notizbuch mal gestalten. Mit Geschenkkarton und wo ich diese ganzen Sachen einarbeite. Und das dann in meinen Etsy-Shop packen. Und dann könnt ihr da zum Beispiel, wenn dann jemand wirklich so eine Verabschiedung hat, sich das dann gerne holen und das dann einem rumgeben. Jedenfalls ist das so, für den Beschenkten ist das eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Ich habe ja zum Beispiel, wie ich jetzt, ich bin ja Schulbegleiterin und ich habe einen jetzt etwas länger begleitet und dann kam er woanders hin, wo er mich dann nicht mehr brauchte. Und ich musste dann die Klasse wechseln. Und das ist immer so ein bisschen mit Wehmut, wenn man in diesem Job arbeitet, weil man ja doch eine Beziehung aufbaut. Und ich war in der Klasse auch. Man ist im ganzen Klassenverbund einfach eingebunden. Und dann hat die ganze Klasse mir ein Heft, also so ein Heft gemacht. Und jeder hat da was reingeschrieben und was gemalt. Und oh, da ging das Herz auf. Also sowas ist immer toll, sowas einmal durchlaufen zu lassen, wenn man auch eine Firma verlässt und sowas. Ist einfach ein tolles Geschenk. Nochmal so am Rande. Ne? So, da ist auch wieder dann das Transparentpapier drin. Und natürlich auch hier, und hier steht zum Beispiel sogar ein Rezept drauf für ein Small Cake and Cookie. Also ein kleiner Kuchen und da steht drauf, was man genau braucht. Dafür muss man natürlich Englisch können und dann kann man sich das backen. So, jetzt kommen wir schon zu dem letzten Paket hier. Und habt ihr durchgehalten? War es ja echt lange, ne, dieses Video. Aber ich wollte euch das auch gerne in Ruhe zeigen und es ist ja immer diese Möglichkeit vorzuspulen, wenn einen gerade mal nichts interessiert oder wenn ich was sappelt, was euch überhaupt nicht interessiert, dann spult einfach vor. So, hier ist wieder Band drin. Das ist in allen Umschlägen gleich gewesen. Und hier ist, oh, cool. Ja, ich weiß auch nicht. Mich faszinieren diese Teile. Cool, das ist auch richtig schön. Oh, cool. Wow. Das ist was für Schatzel. Der macht ja immer der Rabe. Der macht ja so ein Rabenjournal. Und zwar gibt es ja hier Raben. Das hat Joe euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Er hat dann immer ein bisschen Futter mit. Und diese Raben, die kommen jetzt schon immer schon angeflogen, bringen auch schon ihre Freunde mit und kommen relativ nah jetzt. Und Raben sind ganz intelligente Tiere. Ich habe mal so Berichte darüber gesehen. Die sind in der Lage, ein Rätsel zu lösen. Das heißt, wenn sie jetzt Futter nicht rankommen, dann können sie sich Werkzeug bauen, um an dieses Futter ranzukommen. Es ist wirklich faszinierend, diese Tiere. So, hier ist dann nochmal eine Möwe.
mit der Link. Und hier sind jetzt wieder Anhänger, schöne Schilder. Ja, richtig, richtig toll. Richtig klasse. Ja, wenn ich nichts sage, dann raucht das gerade in meinem Kopf. Dann habe ich schon wieder die Ideen, wo ich das überall reinklebe und ranmache und überhaupt. Oh, hier sind noch tolle Sticker. Oh, hier ist so eine Katze. Naja, die sieht ein bisschen grimmig aus, ne? Hat wahrscheinlich noch nichts zum Frühstück gekriegt. Oder die Maus ist ja weggelaufen. Dann ist hier ein Einhorn. Also es ist ein bisschen was für mystische Bücher. So ein alter Schlüssel. Ein W. Ein W wie W. Oh, na, das ist ein bisschen gruselig mit so einem Skelett. So, und dann ist hier noch wieder die Decken. Ist jetzt nur eine hier drinnen? Ne, das sind auch zwei. So, dann ist hier wieder der Umschlag drinnen. Und nochmal so ein kleiner Umschlag. Wieder das Papier und auch wieder Transparentpapier. Und natürlich die Verpackung, die man ganz, ganz toll benutzen kann. So, ihr Lieben. Das war mein mega, mega Haul von Stationery Peel. Und ja, ich freue mich total. Ich sage ganz lieben Dank an Stationery, dass sie wieder mit mir in Kooperation gegangen sind. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr der Gewinner seid oder dass du der Gewinner bist von dem Gewinnspiel. Und wie gesagt, es gibt dort ja ein Set Back to School unter dem Motto. Denkt auch dran, dass jetzt bis zum 31.08. 18% Rabatt in dem Shop gibt. Ihr müsst dann nur diesen Code ANJUS eingeben. Und alles, was ihr machen müsst für das Gewinnspiel und auch die Rabattaktion und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier in der Infobox. Schaut da rein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Nachmittag. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.